Hallo Leute, hier ist mal wieder Gadur. Heute mit dem Absolem Eisbonbon. Absolem, ein neuer Tabak, recht günstig. 200 Gramm kosten 1290. Ich habe mir den Tabak beim Relaxshop geholt. Und ja, vom Schnitt her das ist ein ziemlich grober Schnitt. Finde ich persönlich jetzt nicht schlecht. Wenn man zu grob ist, der kann ja nochmal mit der Schere durchgehen. Vom Geruch her. Ja, Eisbonbon. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also er riecht wirklich 1:1 identisch nach Eisbonbon. Als ich ihn das erste Mal aufgemacht habe, kam mir einfach nur eine Bananennote entgegen, die so ein bisschen, ja, beim Riechen in der Nase und im Hals gebissen hat. Das ist aber jetzt verflogen und man hat vom Geruch her wirklich ein schönes Eisbonbon-Aroma. Die Feuchtigkeit ist okay, also der schwimmt nicht in der Molasse, der Tabak hat die Molasse gut aufgenommen. Ja. Ich rauche in meiner Shisha NG Prototyp, das ist die einzige verschraubbare Pfeife, die ich noch habe. Die rauche ich sehr gerne, leider gibt es sie so nicht mehr zu kaufen. Der Tabak ist in einem ägyptischen Standardkopf zum Setup. Und zu dem Kopf blende ich euch noch mal ein Foto ein. Folien habe ich so eine fertige, vorgeschnittene Shisha-Folie genommen mit großen Löchern drin und ja, da kommen wir jetzt auch schon zum Rauch und zum Geschmack. Rauch lässt sich sehen, das seht ihr daran, dass ihr mich dann nicht mehr seht, wenn ich ausatme, vom Geschmack her. Ja, man schmeckt schon, dass es Eisbonbon ist. Eine schöne Frische. So ein bisschen eine fruchtige Note, auch beim Rauchen. So eine ganz leichte Bananennote gefällt mir jetzt nicht so, weil ich bin nicht so der Bananentabak-Fan. Beim Einatmen hat man dieses Frische vom Eisbonbon und beim Ausatmen kommt diese, ja, undefinierbar süße, fruchtige Note raus. Er hat beim Anrauchen, aber ich glaube, ich habe auch ein bisschen wenig Hitze gegeben. Ich habe jetzt eine Coco Brico in 3 kleine Stücke geteilt und draufgelegt auf den Kopf. Am Anfang war das Ganze ein bisschen pumpig. Also der Geschmack war so, ja, man hat schon Eisbonbon erkannt, aber er war pumpig, er war nicht so definierbar. Aber jetzt, nachdem ich ihn so ungefähr eine Viertelstunde geraucht habe, hat sich der Geschmack entwickelt und meiner Meinung nach ein leckerer Eisbonbon-Tabak. Was mich so ein bisschen stört, ich weiß ja nicht, was für ein Grundtabak dafür verwendet wird. Aber ich denke, so vom Aussehen her ist das ein Virginia und man hat so ganz leicht, und das ist so ein bisschen was ich an dem Tabak auszusetzen habe. So diese ganz leichte Maisnote im Hintergrund. Es ist jetzt zwar nicht, dass sie den Geschmack kaputt macht, aber mich persönlich stört es ein bisschen. Also von mir
für meinen Geschmack eine bedingte Kaufempfehlung. Wer Eisbonbon, Tabak mag, sollte ihn auf jeden Fall mal probieren. Das war's von mir. Bis dahin, haut rein, euer Gadur.